Hallo ihr Lieben, ich grüße euch hier zu meinem neuen Video, zu unserem Vlog. Ja, schön, dass ihr angeschaltet habt. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ja, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir waren ein bisschen shoppen und ansonsten, ja, nehme ich euch noch durch unseren Alltag mit. Meine Kinder schreien da oben schon die volle Kanne. Ich gehe mal nach oben und wir gucken mal, was dort abläuft. Die Anna protestiert, also ich gehe mal gucken. So, wir kochen wieder Pak Choi. Hab jetzt von Anfang an euch nicht mitgenommen. Ja, mit Hähnchenfleisch und ganz, ganz viel Gemüse. So, hier kochen wir Gisel. Und hier haben wir die Reisnudeln. Hier haben wir die kleine Anna. Sie hat gestern mit meinem Lippenstift gemalt. Hübsch! Warte gleich, Mama nimmt dich. Ich muss hier noch aufräumen. Mein Mann guckt auch einen Film. Im Dunkeln. Ich gehe die Treppe hoch. Die Anna hat da die Treppe mit Lippenstift angemalt. Die muss ich gleich sauber machen. Geht gar nicht ab. Also ich muss mit Nagellackentferner probieren. Echt hartnäckig. Jana! Anna kommt die Treppe runter. Upsala, komm, 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 komm. So, ich gehe den Kinder hoch. Weißt du, was unordentlich? Ja, okay, dann gehe ich nicht in dein Zimmer rein. Nikita zockt. Ja, bei uns ist doch ein bisschen Unordnung. Oh Gott. So, meine Aufgabe ist jetzt, also wir haben so eine schöne Geschenkbox und was möchte die Xenia tun? Ich räume hier dieses Zeug weg und mache die Schaukel ein bisschen schöner. Genau. Ja, wir haben das Gitter übrigens mal abgemacht. Müssen mal gucken. Ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Bei der Anna klappt das so, die Treppe gut jetzt zu gehen. Wir müssen nur. Hier machen wir nur solche Gelstreifen da drauf, damit es halt nicht so rutschig ist. Genau. Jetzt gibt es für die Kinder erstmal ein bisschen, ja, ein bisschen Predigt von der Oma. Die Zimmern, also da konnte ich euch nichts anderes filmen. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist wirklich eine Krise im Zimmer. Mir fehlen auch gerade die Worte, wirklich. Also ich räume jetzt hier erstmal auf. So, aufgeräumt. Ja, also ich habe hier noch woanders meine Sachen stehen. Aber ich bin sehr gerne hier halt in dem Reich hier und schminke mich gern bei dem Spiegel. Deshalb, ja, habe ich hier auf die Stelle das Nötigste. Trinken? Komm, wir holen trinken. Komm, wir holen trinken. Komm, bei Oma steht die Flasche. Ich habe mir viel weh getan. Jetzt habe ich hier so einen Fleck. Ich weiß nicht, sieht man den in der Kamera? Zoom. Irgendwie hier der da. Okay. Ich schminke mich ab. So hinterlassen meine Mädels den Handschuh. Oh Mann, ich muss den erstmal abwaschen. Oh. Wir haben Zimmer aufgeräumt. Also, ne, Kinderzimmer. Soweit es geht.
Ja, Kinder geduscht. Jetzt duscht, kann sie, sich die Mama duschen, fertig machen. Ja, wir haben auch schon spät. Ich glaube, ich muss das in der Waschmaschine mal waschen wieder mal. Ja, ein bisschen aufgeräumt, weil ich sonst einfach zu stressig haben werde am Silvestertag. Genau, am Samstag, also ne, heute Samstag, das Video kommt für euch raus. Und das Video von Silvester kommt dann für euch dann am Sonntag raus. Genau, irgendwie so. Ich wollte das Haus halt ein bisschen sauberer haben, weil, ne, also zu uns kommt zwar nur mein Bruder, aber ich wollte trotzdem so ins neue Jahr schön starten. dann machen wir gleich, nicht gleich, sondern früher morgen fangen wir an mit ein paar Salate. Und ja, wir haben uns entschieden, am Silvester gibt es Grill, also Schaschlik, Pute, was gibt es denn sonst von Chosa, also so Glasnudelsalat, also wir essen den warm, den Glasnudelsalat. Was noch? Also Baguettes und ich weiß nicht, was wir noch so an Salate machen. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Was? Und ja, ich muss noch ein bisschen schmücken, weil ich habe so eine. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in den letzten Videos geguckt habt. Das ist schon aber, glaube ich, einige Wochen her. Es ist einfach, glaube ich, Anfang Dezember gewesen. Da waren wir beim Mixmarkt und haben so eine haben so Girlande gekauft und so 2023 irgendwie Ballons, glaube ich, habe ich geholt. Da hat meine Mama so Hasenohren geholt und sowas, so damit die Kinder auch ein bisschen Spaß haben, weil bei uns in Russland, also beziehungsweise was heißt, ich komme nicht aus Russland, sondern aus Kirgisien, aber ich sage einfach so, ist jetzt egal. Also in Russland, da tut man sich am, ich muss schon wieder meinen Speicherplatz leeren, tut mir leid, ja, da tut man am 31. sich kleiden, und zwar das wie zum Fasching kann man sich kleiden, als egal was. Und ich finde das immer so herrlich, sehr schön. Ja, und dann feiert man halt eben, ne? Und ja, es gibt ja auch sogar große Hallen, die auch hier in Deutschland gebucht werden, mit extra Moderator und. Da wird dann meistens so 50 Euro pro Person genommen. Meistens. So war das letztes Jahr, wo wir eigentlich auch zuerst wollten. Haben aber dann gesagt, nee, wollen wir nicht. Die Kinder sind einfach viel zu klein. Und ich glaube, die Anna war tatsächlich viel zu klein. Die durfte sogar gar nicht mit rein. Ja, auf jeden Fall, da ist dann Live-Musik, Essen und so weiter und so fort für diese 50 Euro. Und man konnte, also da gab es dann Alkohol, aber man konnte auch Alkohol mitbringen. Eigenes noch dazu. Genau. Solche Sachen werden dann gemacht und ja, dann lernt man auch Leute kennen und so weiter. Ja, ich weiß gar nicht, mittlerweile, also mein Mann wollte dieses Jahr, aber okay, es hat sich alles anders gewendet. Mit Gesundheit meiner Mama und dass sie bei uns jetzt wohnt und so weiter. Und ich finde, einfach meine Kinder, beziehungsweise die Anna ist noch viel zu klein. Ich mag nicht in so eine Halle gehen, wo 200 Menschen, grob gesagt, sind. Und
Ja, erstens, momentan ist sowieso die ganzen Viren und so weiter, da habe ich schon so ein bisschen Panik, weil mein Opa, habe ich heute erfahren, hat Corona. Ja, schön. Und dann vielleicht auch Oma, mein Cousin hat. Vielleicht bekommt auch meine Oma, sie ist noch negativ, aber mein Opa ist positiv. So, ja. Deswegen diese ganze Menge und kleines Kind, ich glaube, das möchte ich einfach nicht. Ja, keine Ahnung. Also. Deswegen bleiben wir zu Hause und. Autsch, so heiß. So heiß. Au, au, au. Entweder zu kalt und dann zu heiß. Also auf jeden Fall. Fazit ist, lieber nächstes Jahr, wenn es klappt, so eine Hütte, Häuschen buchen und irgendwohin weg im Winter. Also zu Neujahr. Aber in so Halle. Aber ich meine einfach, ja, ich werde jünger, glaube ich. Oder andersrum, ein bisschen älter. Damit, ja, wenn die Kinder groß sind, vielleicht hätte ich sowas mitgemacht. Jetzt Zähne geputzt. Genau. Was habe ich euch jetzt erzählt? Ja, wegen der Halle und sowas. Ja, vielleicht kommt der Freund von meinem Mann zu uns zu Silvester. Mit seinen zwei Kindern. Das weiß ich aber noch nicht genau, weil die sprechen untereinander. Also, ne? Ich bin ja nicht die Freundin, sondern die zwei eben. Mal gucken, was er halt dann antwortet, der Freund von meinem Mann. Ja, dann ist er eventuell noch mit dabei. Und seine zwei Kids. Ansonsten sind wir kleine Gruppe und ich finde es auch klasse. Mein Bruder bringt die Box, seine Box mit und da tun wir ein bisschen Musik, ne, ein bisschen Quatsch machen mit den Kindern. ja, alkoholmäßig trinken wir nicht viel. Die Männer haben also eine Flasche nur und ich habe gesagt, das reicht euch vollkommen. Es war auf Weihnachten herrlich. Wenig Alkohol, boah, ich liebe das total und die Stimmung war schön. Ansonsten will ich euch hier nicht voll plappern, weil mein Speicherplatz ständig hier hin und her abschaltet. Für mich war ein großartiger Tag und ihr habt noch mir in den letzten Kommentaren geschrieben, Xenia, achte mehr auf dich und ja, mehr Schlaf, mehr Ruhe, weniger Stress. Vielen, vielen Dank für eure lieben, 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 wirklich lieben Kommentare und so viele herzliche. Ich bin sprachlos. Es tut gut, sowas zu hören, zu lesen. Ja, und deswegen habe ich auch gemacht. Ich habe gesagt, ihr Lieben, ich liebe euch so sehr, aber ich brauche ein bisschen mal länger Schlaf und ich brauche mal ein bisschen was für mich. Und ja, mein Mann hat mich schlafen lassen, hat sich um die Anna gekümmert. Meine Mama hat gewartet, tatsächlich, ja, bis ich sie fertig mache und. Ja, das ist gut. Ich fühle mich auch super. Das hat mir auch, ein Tag hat mir super gut gereicht. Ja, ich strahle und ich denke mal, das ist auch sehr schön positiv. Ja, ich freue mich aufs neue Jahr einfach. Auf die Familie wieder und ja, einfach ich bete, bete einfach für meine Familie, für jeden von uns, für alle Menschen, egal welche Nationalität, einfach für jeden Gutes, Gesundheit, das ist das Wichtigste sowieso und einfach ja, Frieden und alles Liebe. Ja, alles, alles Gute einfach, damit wir wirklich das Jahr 23 haben. Damit wenigstens nach ganzer Corona und diese Grippen und alles Mögliche, die letzten paar Jahre, dass wir alle
wenigstens ein bisschen aufatmen können. Und ja, ich wünsche jedem einfach Glück, Zufriedenheit. Aber am Samstag, ich habe ja schon gesagt, ich melde mich nochmal kurz in so einem Short-Video. Und wieder um 0 Uhr. Oder ich nehme euch einfach kurz irgendwie mit. Auf jeden Fall, ihr hört von mir nochmal ganz kurz zu diesem zusätzlichen Video. Ja. Wünsche euch einfach wirklich alles, alles Liebe. Und dass dieses 2023 einfach dieses Jahr wird. Ich wiederhole mich, ich weiß. Aber ja, das kann ich nicht aufhören zu wiederholen. Ich will einfach für mich selber persönlich, dass dieses Jahr einfach zu Ende ist, das Jahr 2022 und einfach die 23 einfach toll ist, toll wird, gesundheitlich und mit allem, allem, allem. Und ich weiß nicht, wer glaubt an, beziehungsweise wer guckt an diese asiatischen Kalender und sowas. Also ich gucke und lese gerne, deswegen wir haben 2023 Häschen, also Hase, Kaninchen, was auch immer so ein Jahr. Und deswegen haben wir auch einige Symbolen, die an den Hasen dann herzlich willkommen heißen. Genau, ich glaube eben an solche Ritualen. Ja, genau. So ihr Lieben, jetzt quassel ich euch nicht voll. Ich habe jetzt nur noch 9 Sekunden. Hab euch jeden Einzelnen lieb. Danke, dass ihr angeschaltet habt. Ich habe euch einfach so stark lieb. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Video. Ich geschafft. Bis zum nächsten Video. Ich habe euch jeden Einzelnen lieb. Gesundheit und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. 2023 ist unser Jahr. Ist einfach unser Jahr. Vielen Dank an euch alle, an die neuen Abonnenten. Herzlich willkommen. Und an alle einfach. Alles, alles Liebe. So. So.